Kommen wir mal in meinen sexy Kühlschrank. So, machen wir den mal auf. Tada! Er ist voll. Ihr seht, ich verhungere nicht. Veganer und Rohköster verhungern nicht. Fangen wir an. Ersatz für Butter. Die meisten brauchen Butter, verstehe ich. Gibt es die Alsan zum Beispiel, das ist eine Sojabutter, gibt es in fast jedem Supermarkt, wenn nicht online bestellbar, falls wieder einer sagt, er wohnt auf dem Dorf und hat keinen Zugang zu Bioläden. So, schmeckt genauso wie Butter, probiert es einfach mal. So, dann gibt es Anemühenaufstrich, ich habe hier eine kleine Auswahl. Das ist Zwergenwiese, gibt es auch überall. Das ist Bärlauchtomate, Kichererbse Oriental, für die Orientalen unter euch oder die, die es gerne mögen. Sonne und Olive. Sonne und Schabziegerklee habe ich noch nicht probiert, hat mein Freund gekauft. Das hier liebe ich, das ist wie Wurst. Also für die Männer unter euch oder richtigen Kerle, die unbedingt Wurst essen wollen, das sieht aus wie Wurst. Es schmeckt, naja, nicht wie Wurst, aber es schmeckt schon eigentlich ganz toll. Das könnt ihr dann auf die Butter und das Brot tun. Brot ist auch vegan, meistens, immer eigentlich. So, schmeckt gut. Für diejenigen unter euch, die ein bisschen Ersatz brauchen. Für diejenigen unter euch, die Marmelade brauchen. So, habe ich hier Mango Marille. Ich weiß zwar nicht, warum ich esse keine Marmelade, aber sie ist in meinem Kühlschrank. So, die meisten Marmeladen sind auch vegan. Senf ist vegan. Hier, Basic Tomatenmark ist auch vegan, immer. Das könnt ihr immer benutzen. Was das ist, weiß ich nicht. Das hat mein Freund gekauft. Sieht interessant aus. Naja, er kann gut kochen. Er wird schon in was Tolles verwandeln. So, was haben wir hier? Zitronensaft benutze ich, wenn ich keine frischen Zitronen habe, für meine heiße Zitrone morgens. Dazu wollte ich ja mal ein Video machen vor ein paar Monaten. Säfte, ich liebe Säfte. Pink Grapefruit Saft bringt Abwechslung in euren täglichen Tag. Dann für diejenigen unter euch, die Schokomilch mögen. Ihr könnt auch Sojaschokomilch trinken. Schmeckt genauso gut. Gibt es 1000 Firmen und Varianten von. Müsst ihr selber mal in den Bioladen gehen oder ins Reformhaus oder das gibt es heutzutage schon bei Lidl, bei Netto, bei Aldi, bei Rewe, Real, überall. So, ich habe hier Falafel. Ist ganz einfach, es ist auch vegan, habe ich von Anatura gekauft. Schmecken voll lecker, kann in der Pfanne braten oder auch kalt essen. So, Ketchup ist auch vegan, zumindest meiner hier. Schmeckt gut. So, weiter geht's. Was habe ich in meinem Gemüsefach? Normalerweise noch Zucchini und Gurken und Paprika. Es fehlt heute. So, grünen Salat benutze ich für Salat, für meinen Green Smoothie Morgens. Dazu mache ich auch noch ein Video, habe ich euch ja versprochen. Tomaten benutze ich in Rohform oder auch für rohköstliche Suppen und Soßen. Man kann aus Avocado und Tomate voll die krasse, dicke Soße machen, die wie Mayo schmeckt. Und es ist gesund, hat kein Cholesterin. So, Fleischersatz für die Leute, die es gerne mögen. Hier haben wir Veggie-Gyros. Schmeckt wie Gyros. Ich habe noch nie Gyros gegessen, aber das hier schmeckt krass gut. Also für diejenigen euch, die was zu beißen brauchen oder für die Umstellungsphase. Mein All-Time-Favorite gerade, Energietaler, habe ich bei einer Tour gekauft. Gibt es in jedem Bioladen, habe ich gesehen. Die sind vegan. Und die schmecken total lecker. Also vergesst eure Chicken Nuggets, denn auch Küken wollen leben. Das hier ist gesund und dafür musste kein Tier sterben. Für die Leute unter euch, die gerne Joghurt essen, es gibt Soja-Joghurts in allen Variationen. Hier haben wir einen Limonen-Joghurt, das hat auch mein Freund gekauft. Ich esse gerade nicht so viel Joghurt, ich bin gerade mehr im Rohkostbereich unterwegs. Vanille-Joghurt schmeckt richtig lecker. Schaut mal, null Cholesterin. Ja, das heißt, ihr könnt das ganze Ding essen und ihr habt, also, ne, kein Cholesterin intus. So, die meisten sagen ja mal, ja, ich mag aber Sahnesoßen. Was macht man denn für Soßen? So, da gibt es ganz mannigfaltige Auswahlmöglichkeiten. Ich benutze zurzeit Reis-Cuisine, also weil ich habe lange Zeit Soja-Cuisine gegessen, kann ich nicht mehr sehen. Es gibt Reis-Cuisine, es gibt Soja-Cuisine, das schmeckt wie normale, dicke, weiße Soße und null Cholesterin, hallo, gesund und schmackhaft, also warum nicht das kaufen? Kostet, glaube ich, 89 Cent die Packung. Kann man sich leisten, wenn man schlank und gesund bleiben will. Für die Italienliebhaber unter euch, Pesto Rosso, ist ohne Käse. Ich liebe Pesto Rosso, also ihr könnt Basilikumpesto kaufen, gibt es überall. Ihr könnt rotes Pesto im Bioladen kaufen, ist ohne Käse, also darauf müsst ihr nicht verzichten. Hier habe ich Gemüse, ich glaube das ist eine Pastinake, das hat auch mein Freund gekauft. Möhrchen, Zitronen für meinen Drink morgens oder auch für ganz viele Rohkostdressings.
Weintrauben, Champignons kann man braten, kalt in Salat machen. Alfalfa-Sprossen macht man in Salat. Da ist nochmal normaler Salat. Es gibt ganz viele verschiedene Salate. Hier habe ich Shiitake-Pilze, kann man braten, backen oder als Salat. Da hinten habe ich Bio-Spinat. Den nehme ich für meinen Green Smoothie roh. Ja, roh, ne? Also Spinat ist für den Green Smoothie das Beste, was man nehmen kann, weil es bleiben keine Fasern zurück, wenn ihr einen ganz normalen Mixer zum Beispiel habt, und es ist gesund. Okay, ihr Lieben, das war mein Kühlschrank. Jetzt geht es noch weiter zu meinem Vorratsschrank. Bis gleich.